Feierlichkeiten instrumentalisiert werden, um die Krise der Identität der Kirche hier praktisch zu überdünken, dann sind wir wirklich planetenhaft von Zwingli weg. Oh, guten Morgen. Welcome to the German speaking part of Europe. Hey, der Tag hat zu wenig Stunden. Dritter Dienstag im Monat, Wiki-Dienstag zu Open Science. Mit Moritz Klenk. Yippie! Vor 97 Tagen wurde ich aus der deutschen Wikipedia vertrieben, weil ich Wikimedia Deutschland gefragt habe, wo sie dokumentieren, wie sie mit den Öffentlich-Rechtlichen am Verhandeln sind. Und hier hat mir Birgit Matter diese Empfehlung gemacht auf einen Film. An was glauben Sie? An Gott. Ist das kurz knapp? Das ist kurz und knapp. Da gibt es sicher Leute, die wahnsinnig überwunden werden. Ne? Nein, sorry. Was soll ich anders sagen? Eine prägnante Antwort haben wir. PD Dr. Christoph Sieger ist Nachfolger von Ueli Zwingli 500 Jahre später. Hey, was meinen Sie, wenn Sie Gott sagen? Jetzt kommt er auch ins Schwurbeln. Sein Projekt Zwingli Stadt holt Zwingli vom Sockel, aber nicht, um ihn vom Sockel zu holen. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommt das zum Beispiel der 1. Mai-Umzug, eben von der Linken. Eine ziemlich genaue Kopie von der Frontleichnamsprozession. Peter Hersche, hey, den muss ich mir anschauen, das ist wichtig. Für mich, Link in der Videobeschreibung. Hey, aber das habe ich gestern noch gesehen. Also, ich meine, ja, Edward Snowden, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so, so wichtig, ihm zuzuhören. Wo sind die Moments? Oh, Manometer. Hier, den da suche ich. Den da. Was wäre Service Public, öffentlich-rechtliche Anstalten auf der Höhe der Zeit? Das ist das Gebäude der SRF im Leutschenbach in Zürich. Keine einzige Sendung wäre nötig. Aber wir brauchen völlig anderes. Also wir haben Internetentwicklungsabteilung, dann Datensicherung, dann DigiGuess, Computer Club, Safe Data, viele Stockwerke, dann Wikimedia Schweiz, habe ich hier mal gesagt, und zu oberst Gilles Marchand. Mit 71,6% Ja-Stimmen wurde Nau Billag verworfen. Und da wäre aber ein Direktor, welcher so deutlich, so tolle Statements macht. Die Zeiten, Mesdames et Messieurs, die Zeiten einer komplett vertikalen, autoritären und linearen Kultur sind vorbei. Wenn also diese Zeiten vorbei sind, dann kann man hier so bündeln und auf tagesaktuelle Produktionen machen. So, wenn diese Zeiten vorbei sind, dieses Top-Down, linear, von oben nach unten, und wenn jetzt all diese Knoten untereinander Verbindung aufnehmen können und wir in einer Netzwerkkommunikation angekommen sind, du, dann haben wir nicht wenige Probleme, ganz im Gegenteil. Oder einfach, wir haben ganz andere. Naja, es ist völlig legitim, wenn du eine solche Struktur, eine Netzwerkstruktur als einen Kanal, einen Distributionskanal nutzt. Das kannst du machen. Du musst einfach wissen, was du tust. Es ist PR, Public Relation. Aber du musst wissen, es ist unterlaufen. Es geht völlig anders. Wenn Snowden immer wieder darauf hinweist, dass wir in dieser kommunikativen Umgebung völlig nackt am Kommunizieren sind, dann wird eben deutlich, dass wir völlig andere Herausforderungen haben für einen Service Public auf der Höhe der Zeit oder in öffentlich-rechtliche Anstalten. Freie Daten, freie Information, freies Wissen.
2030wikimedia.org. Das kann ich wenigstens etwas damit tun, verstehen wir eben unter Knowledge as a Service. Wenn ich freie Daten, freie Information, freies Wissen habe, dann kann... Aber dieses Knowledge as a Service ist erst die Grundlage. Es geht ja darum, dass ich dann noch etwas machen kann, damit eine Data Literacy entwickle, damit ich handeln kann. Und das machen wir hier mit unserem Workflow von Sprints to Fidlock. Ja, das ist ja noch nicht, aber ja. Hey, Wikimedia Space, diese Entwicklung, das finde ich extrem spannend. Mir scheint, das ist so ein ähnlicher Ansatz wie bei Wikidienstag. Wir wollen also nicht die real existierende Wikipedia retten gehen, sondern wir nutzen den Umstand, dass sich etwas ändert. Wir editieren in größeren Gruppen, wir editieren zunehmend Wikimedia-Projekte übergreifend. Wir brauchen Koordinationsmöglichkeiten für unsere Editierarbeit. Und hier setzen wir ein. Also nicht gegen, sondern direkt für. Viermal im Monat bieten wir also einen Feedlog an. Der dritte Dienstag. Okay, der dritte Dienstag im Monat gehört Open Science. Das mache ich in Zukunft mit Moritz Klenk, experimentality.org. Das Zeitfenster ist immer gleich, von 10 bis 12, aber einfach auf Anmeldung. Wenn du eine Frage hast und diese Fragen entstehen in Sprints und heute Morgen werden wir mit Moritz Klenk daran arbeiten, ob wir einen eigenen Sprint entwickeln können für diesen dritten Dienstag im Monat. Für mich hoffe ich, dass wir das mit Sprint 46 Zusammenarbeit mit Statistik Stadt Zürich kombinieren können. Wir werden es sehen. Was ich aktuell auch am machen bin, ist bei den Feedlogs, da diese ersten 6 Meetings, die wir mit Lantus gemacht haben am ersten Dienstag im Monat, die versuche ich noch einmal durchzugehen und dass wir da ein schönes Inhaltsverzeichnis bekommen. Und wo ich eben auch dran bin am Glossar, dass wir an der Sprache arbeiten, noch einmal, dass wir da nicht so Quatschbegriffe haben wie soziale Medien und digitales Lernen und all das Quatschgerede. So, Schluss jetzt.